Wir stehen in der Edda-Sammlung des Instituts für Skandinavistik. Es sieht ein bisschen so aus, als gäbe es überwiegend Bücher in dieser Sammlung. Das ist nicht ganz falsch, aber wie man sehen kann bei einem Blick auf den Tisch, es gibt auch weiteres, einen Film, Reklame, alte Reklame aus dem 19., frühen 20. Jahrhundert, Produktverpackungen aus der Gegenwart, Postkarten. Also es gibt eine ganze Bandbreite an verschiedenen Objekten in dieser Sammlung. Was diese Objekte zusammenhält, ist ihr Bezug auf die Edda, deswegen die Edda-Sammlung, also auf ein sehr kleines Textkorpus aus dem isländischen Mittelalter, aus dem 13. Jahrhundert, in dem die nordische Göttersage überliefert ist und auch die Heldensage, also die Erzählungen von Odin, Thor, Freya, den Riesen, von der Erschaffung der Welt. Aber auch zum Beispiel Lieder aus dem Nibelungen-Stoffkreis, die man ja auch aus der deutschen Überlieferung kennt. Ja, das ist eigentlich das Schlüsselwerk für die Entdeckung der nordischen Mythologie im 18. Jahrhundert. Das ist von 1755-56, eine französische Übersetzung der Edda von Paul-Henri Mallet. Und in dieser französischen Edda-Übersetzung konnte man zum ersten Mal in einer modernen europäischen Sprache die altnordische Dichtung lesen. Das hat einen großen Erfolg gehabt. Die Intellektuellen Europas haben das in vielen Ländern, in vielen Sprachen wahrgenommen. Und in der Folge ist die Rezeption bis zum heutigen Tag nicht mehr abgerissen. Auch heute noch werden diese Stoffe ja rezipiert, zum Beispiel anhand der Thor-Filme oder hier ein Spielzeug in der Form des Gottes Loki. Oder Odin, der sich auf Käseschachteln wiederfindet. In den alltagskulturellen Zusammenhängen finden sich die nordischen Mythen also immer wieder. Manchmal ist es aber so, dass die auch durchaus als politisch belastet gelten. Können Sie dies möglicherweise erklären? Ja, das ist durchaus richtig, dass es diesen Bezug der nordischen Mythen auf politische Zusammenhänge gibt. Meist denkt man, wenn man davon spricht, an den Nationalsozialismus. Das ist auch nicht falsch, aber muss doch ein bisschen differenziert betrachtet werden. Man findet in vielen Situationen vorher schon nationalistisch aufgeladenen Missbrauch der nordischen Mythen in bestimmten Krisensituationen, zum Beispiel im deutsch-dänischen Konflikt im 19. Jahrhundert und auch während des Ersten Weltkriegs. Und dann eben auch, aber eben auch während des Nationalsozialismus. Und das dauert bis heute an auf Seiten der Rechten, also der Extremrechten, etwa bei der NPD. Verbinden Sie dann mit Ihrer Arbeit an der Sammlung auch eine aufklärerische Absicht? Das tun wir unbedingt. Vielleicht nicht so direkt, wie man sich das auf Anhieb vorstellen möchte. Also uns kommt es vor allen Dingen darauf an, die Dinge, die wir hier betrachten, die Rezeptionsgeschichte der nordischen Mythen differenziert anzulegen. Die Klischees, die damit verbunden sind, zu dekonstruieren. Das ist auch eine Art von Aufklärung. Eine direkte Aufklärung gibt es vielleicht eher auf dem Weg über die Lehre, indem wir also die Studierenden an der Sammlung partizipieren lassen. Sie können Projekte ausarbeiten und auf Material aus der Sammlung zurückgreifen. Und wir reden mit ihnen darüber und können auf diese Weise also auch Missverständnisse aufklären und falsch verstandene Vorstellungen gerade rücken, die über die nordischen Mythen existieren.